Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 1. Moin. Ich hätte fast Diablo 2 gesagt. Der Olli ist auch dabei. So weit ist es noch nicht. Ah, fast. Bald. Viel haben wir nicht mehr. Oder so. Ah, schon noch ein bisschen. Schon noch gut. Ein bisschen. Wir gehen wieder runter direkt zu Level 5, ne? Yay. Genau. Geht up, geht on up. Oh, hier, eine Kuh. Die Kuh musst du mal ein paar Mal anklicken, ist ganz witzig. Wenn du sie mehrfach anklickst, dann sagt er irgendwann was anderes. Oh ja. Irgendwann sagt er was dazu. Yep, that's a cow, alright. Yep, that's a cow, alright. Sehr gut. Es ist ja typisch Blizzard, ne? Ja, genau. Jo, aber was für ein Luxus. Wir können direkt runter in Level 6. Sollten wir? Ich finde, wir sollten noch ein bisschen leveln hier in Level 5. Guck mal. Was haben wir denn? Level 12. Na gut. Sei nicht so faul. Was denn? Oh, bam. Eben schnell runter in Level 18 Diablo killen und gut ist. Ja. So wird's laufen. Vermutlich. Ach, ich mach schon richtig schön Schaden. Das gefällt mir gut. Ja, ich mach 8 bis 16 Schaden. Wie viel machst du? Also mit dem. Mit dem Bolt, also mit dem Fire-Dings, Firebolt mache ich bis 24 Schaden. Und mit dem Lightning bis 15. Das sollte jetzt aber demnächst auch mal mehr werden. Aber das Gute ist, den mache ich ja vielfach, den Lightning-Schaden, weil er durchgeht. Hier, durch die Säcke. Zack. Durch mich übrigens auch. Ja, genau. Ja, das hier mit dem Spruch zur Kuh hat mich gerade so ein bisschen an Warcraft 3 erinnert, weil da hat wirklich ja jede Figur ihren eigenen Spruch, wenn man da 25 Mal drauf geklickt hat. Ja, genau. Da sagt die Menschenzauberin zum Beispiel für den Weltuntergangszauber, drücke Steuerung, Alt, entfernen. Sehr schön. Ich will gar nicht wissen, wie viele Idioten das getan haben. Es war in Diablo 2 war es schon so, dass sie... Allein schon, ich weiß noch genau, bei der Einstellung der Soundkarte, was man ja damals immer noch machen musste, ne? Musste man immer den Soundblaster einstellen und so. Und da hat er dann irgendwann gesagt, wenn das alles richtig eingerichtet war, hat er gesagt, your sound card works perfectly. Und wenn man dann irgendwann, wenn man da ganz oft drauf gedrückt hat auf Test, hat er irgendwann gesagt, it doesn't get any better than this. Aua. Apropos Warcraft, ich war ja auf der Gamescom, da hat Blizzard irgendwie ein sehr merkwürdiges Spiel vorgestellt. Echt? Heroes of Warcraft oder so hieß das. Und es sah aus wie so ein Trading Card Game. Aha. Sehr interessant. Und ich dachte mir so, what the fuck, was soll das denn? Bringt einfach Warcraft 4 raus. Aber wirklich. Würde ich, glaube ich, auch auf jeden Fall wieder spielen. Ja, ich habe den dritten Teil nicht so sehr gemocht, aber ich würde den zweiten, da war ich halt wirklich Granat drin. Deswegen, also ich würde ihn wahrscheinlich auch ausprobieren wollen. Das wäre auf jeden Fall ein Move von Blizzard, bei dem ich mitziehen würde. Ja. Auf jeden Fall besser als World of Warcraft immer weiter auszubauen. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen tot, irgendwie habe ich das Gefühl. Also ja, weiß ich nicht. Es gibt ja immer noch ein paar Millionen Leute, die es spielen. Deshalb wird es weiter ausgeschlachtet, natürlich. Ne? Ich höre irgendwie keinen mehr, der darüber redet. Und ich kenne auch keinen mehr, der es immer noch spielt. Obwohl ich sehr viele Leute kannte, die es gespielt haben. Mhm. Ich war ja mal selber einer davon. Ja, das hast du erzählt. Ne? This could very well lead to the end of the world of Warcraft. Kennst du die South Park World of Warcraft Folge? Nee. Die ist so geil. Kriegt natürlich ordentlich sein Fett weg. Sowohl das Spiel selbst, als auch die Leute, die spielen. Aber es macht Spaß. Oh, ja, ich glaube, World of Warcraft ist einfach so oft satiriert worden, wollte ich gerade sagen. Verarscht worden von irgendwelchen Medien. Ganz vorne weg RTL. Könnte ich euch irgendwann mal treffen? Das wäre voll doll süß von euch. Die sind auch, glaube ich, scheinbar etwas gegen... Mit Feuer haben die auch nicht so, glaube ich. Also die kriege ich mit meinem Firebolt gar nicht platt, die Biester hier.
Nee, keine Chance. Dafür kriegen die mich ganz gut platt. So, jetzt haben wir ihn. Spooky Shrine. Where Avarice fails, Patience gains irgendwas. Blessed by Binovent Companion steht bei mir gerade. Steht bei mir jetzt gerade. Du hast mich gesegnet. Okay. Mir hat er irgendwas von Geduld gesagt. Aha. Hier geht's hoch nach Level 4, da wollen wir nicht hin. Nee, das muss nicht sein, glaube ich. Oh. Hier geht's ja gleich wieder ordentlich zur Sache. Nee, wir wollen ja auch ein bisschen Content bieten hier. Genau, richtig. Ja, schön fände ich es ja, wenn wir es heute schaffen, bis nach Level 9 zu kommen. Dann können wir halt morgen direkt bei 9 einsteigen. Das stimmt. Boah, ich habe ein bisschen Zeit mitgebracht, also das könnten wir schaffen. Ja. Ich habe auch sonst nichts zu tun. Also. Wir sind ja auch ein bisschen schneller als ganz am Anfang jetzt, wo wir ein bisschen mehr Schaden machen. Vor allen Dingen jetzt, wo wir nicht den Butcher kaputt machen müssen. Ja, genau. Wobei, dem könnten wir eigentlich nochmal eben schnell auf die Fresse geben, oder? Und man einfach nur so aus Prinzip, ja? Weil er der Boss ist. Ihr Butcher, du Arschkeks, so. Badewanne. Bam! Oh, ich höre dich einen Dämon bekämpfen. Ja, hier sind drei Dämonen. Einer ist tot. Ich habe übrigens mal gesehen, in die erste Folge reingeguckt und du lässt schon einiges liegen. Also du bist auch mit der Maus mal drüber, aber du achtest nicht so richtig drauf, was deine Maus anzeigt. Da müsstest du noch ein bisschen mehr aufpassen, wenn du so mit der Maus über den Boden gehst, was da unten angezeigt wird. Weil teilweise ist dann echt so, dass du auch irgendwas übersehen hast, was ich selber übersehen habe. Okay. Irgendwas, keine Ahnung mehr, was es genau war, aber ich habe es da liegen sehen und es ist bei dir unten einmal erschienen. Aber du hast nicht drauf reagiert, hast wahrscheinlich gerade nicht drauf geguckt. Okay, ja, ich glaube, ich bin einfach zu verwöhnt von Diablo 2. Ja, das ist aber auch herrlich. Das war echt die größte Verbesserung, dass sie da mit der Taste was anzeigen lassen konntest. Das war echt super. Mit Alt war das, ne? Ja. Genau, und das haben sie ja in Diablo 3 nochmals verbessert. Da musst du das Gold nämlich nicht mehr aufheben. Du musst einfach nur drüber laufen und es geht in dein Inventar rein. Ja. Und es gibt privaten Loot. Ja, das ist natürlich auch eine große... große Sache. Das habe ich immer gehasst, wenn man mit mehreren Leuten Diablo zusammengespielt hat, weil immer der am besten, der am schnellsten geklickt hat. Ja, dieses Gegrabbe, ne? Also ja. Gerade im Battle.net, im Battle.ladder war das natürlich extrem, wenn man da Ballruns gemacht hat. Das Gegrabbe bei Ball war echt unglaublich. Also konntest nicht so schnell gucken, du musstest auch wirklich einfach nur wild klicken. Du konntest auch gar nicht gezielt irgendwas grabben oder so, weil es war einfach... Nee, natürlich nicht. Fünf Leute stehen um ihn rum und versuchen so schnell zu grabben, wie es irgendwie geht. Da bleibt einfach nichts übrig. Ja. Jetzt stirb. Wie viel brauche ich denn noch? Noch 11.000. Bis welches Level hast du? 12. Ah, okay. Ich bin gleich demnächst bei Level 14. Da muss ich mich mal ein bisschen zurücknehmen und dich mal ein bisschen mehr... mal ein bisschen mehr killen lassen. Mich mal ein bisschen mehr heilen wäre auch super. Bisschen mehr heilen? Okay. Ja. Oh, ein Goldstack kann maximal 5000 fassen? Ja. Oh, das Schwert nehme ich auf jeden Fall. Von 8 bis 16 auf 10 bis 18 hoch ist gut. Das ist doch schön, ja. So, hier hinten ist noch ein Türchen. Noch keine Bücherei gefunden, das ist das Blöde. Hast du eigentlich noch Healpots? Ich habe nämlich nur noch zwei. Ich habe einen kleinen gefunden, und okay. ich habe auch noch einen auf Rejuvenation, den könnte ich dir auch noch zur Verfügung stellen, unentgeltlich. Okay, dankeschön. Und sonst Small musst du Shield. Halt, sonst musst du jetzt halt Bescheid sagen, dann heile ich dich. Ja. Jetzt habe ich auch noch eine Verteidigung mehr. Ja, geh mal vor die Zombies kaputt. Sag einfach mal Bescheid, wenn du geheilt werden willst. Okay. Hast du den Rejuvenation-Trank jetzt hingeschmissen? Den habe ich da hingeschmissen, ja. Ja, dann sollte ich nochmal zurücklaufen. Ja, ich pick ihn, ich nehme ihn nochmal mit hier. Ich habe ihn noch hier. Ich bringe ihn dir. So, hier liegt er. Ah ja. Danke.
Life und Mana, ja, den packe ich mal nach ganz hinten. Ne, hier ist Sackgasse. Oh, okay. Du bist aber ja schon ziemlich kaputt hier, Moment. Bleib mal kurz schon mal stehen, dann kann ich dich schon mal... So. Dankeschön. Ich wollte zusammenflicken. Ja, wenn das im Real Life so schön wäre, ne? Ja, 10.000 Monster haben auf dich eingeschlagen, haha. Genau, und es gibt halt auch dann nur eine Art der Verletzung, ne? Ja, egal, ja. Egal ob Krebs oder Unfall, fast umgekommen, einfach einmal... Interessant. Also irgendwie in der Küche irgendwelche Flaschen umgekippt. Einfach einmal heilen und global alles in Ordnung wieder. Ja, läuft wieder. Immune Magic, was ist denn da los? Komm, halt's Maul hier. Ups, da war eine Falle drin. Wann habe ich denn dann Kohle? 1000. Aber gut. Was, du hast nur 1000 Geld? Ja, ich habe vorhin noch ein Buch gekauft. Das hat noch ein paar tausend gekostet. Ach so, ja, ich habe meinen ersten Stack Geld jetzt voll. Also ich habe 5500 gerade. Das ist ja angenehm, ne? Boah, muss ich nachher mal gucken, ob Griswold mir irgendwas Schönes verkaufen will. Ah, die schönen Sachen, die wirst du wahrscheinlich nicht unter 50.000 kriegen, nehme ich an. Also ich weiß noch, als ich das damals immer im Netzwerk gespielt habe, da haben wir irgendwann angefangen, Geld zu dupen. Wir haben gesagt, wir dupen keine Items und nichts, wir dupen wirklich nur Geld, damit wir halt so mal was kaufen können, weil es einfach diese Summen, die kriegst du normal einfach nicht zusammen. Ich meine, du musst dir ja vorstellen, wenn du irgendwie 180.000 oder 100.000 dafür eine Rüstung haben willst, oh, Staff of Stone Curse, sehr cool, dann musst du ja schon irgendwie 20 Stacks oder so teilweise im Inventar haben. Es gibt ja keine Kiste wie in Diablo 2, ne? Sondern wirklich nur... Haben wir den übersehen? Kann doch nicht sein. So, ja, das war's. Auch mal da rein. Da geht einiges. So, wir haben den kompletten Schrein hier stehen lassen. Ja, sicher. Heilung bitte. Jawohl. Wo habe ich es denn da? Danke. Boah, Skype spam mich nicht voll. Ich sehe doch gar nichts. Auf 640x480 sind die Skype-Benachrichtigungen ganz schön groß. Scroll of Flash. Brauchst du? Nee, das liegenden Scheiß. Staff of Stone Curse. Staff of. Ach, den Staff of Lightning habe ich auch noch. So. Glimmering Shrine. Was machst du denn? Mysteries are revealed in the light of reason. Achso, jetzt sind alle Sachen identifiziert bei dir. Müsste zumindest sein, oder? Ich habe nichts zu identifizieren. Ich habe nur eine Scroll of Flash und eine Scroll of Stone Curse, die ich beide nicht verwenden kann. Ich bräuchte langsam mal das Book of Stone Curse. Das wäre cool. Kannst du deinen Gegner versteinern, oder? Ja, genau. Das ist okay. Für den Butcher ist das richtig nützlich. Na gut, der Butcher, der ist jetzt eine Pussy, der kann gar nichts mehr. Ja, aber auf Albtraum ist der Butcher wieder ganz schön heftig. Ja, okay. Machen wir eigentlich Albtraum und Hölle, oder? Schauen wir mal. Gucken wir mal, wie weit, wie es uns geht. Also, mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, könnte es sein, dass es etwas kurz ist für meinen Geschmack. Das heißt, wir sollten dann doch schon nochmal... Zumindest Albtraum noch machen. Genau, zumindest Albtraum machen. Aber gucken wir mal, wenn Hölle jetzt nachher am Ende derbe anstrengend wird, können wir uns auch sparen. Schauen wir mal. Lassen wir es einfach auf uns zukommen. Bis zu welchem Level kann man hier? Auch 99, oder? Geht theoretisch. Okay. Religious Shrine, was machst du denn? Time cannot diminish the power of steel. Können sein, dass ist jetzt Sache alles repariert? Müsste eigentlich. Ja, super geil. Kannst du die jetzt eigentlich auch noch benutzen, die Schreine? Oder? Nee. Weil ich schnapp dir die immer weg. Das ist nicht schlimm, die helfen dir, glaube ich, mehr als mir. Also das Einschreien ist relativ geil, der erhöht dein Fähigkeitenlevel, deine ganzen Spells, aber der ist natürlich auch entsprechend selten. Der bringt mir ja gar nichts. Ich habe nur einen Spell, reparieren.